Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Whispering Willows. Nach wie vor mit unserer Elena, die sich hier sehr tapfer durch die Geistervilla bewegt. Beziehungsweise in diesem Fall eher nur die Gästevilla. Ja, falls ihr euch erinnert, wir haben im letzten Part diesem sehr charmanten musikalischen Geist sein Notenblatt gebracht. Und was bekommen wir dafür? Nein, keine musikalische Offenbarung. Nur ein dreckiger, sehr gemütlich aussehender Zugang zum Keller. Wunderbar. Ich freue mich, ganz ehrlich. Wenn ich das gewusst hätte, hätte er sich sein verdammtes Notenblatt selbst holen können. Ganz ehrlich. Nee. Ja, aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. Denn, ja, und ich weiß, ich laber schon wieder lange. Tut mir leid, es geht auch gleich los. Ja, auch Elena, sorry, du musst noch ein bisschen durchhalten hier. Auch wenn du zitterst wie Espenlaub. Denn ein findiger Zuseher, Skira, hat tatsächlich festgestellt, dass sich ein Gemälde in diesem Gästehaus verändert hat. Und zwar, ich glaube, nachdem wir das Notenblatt aufgehoben hatten. Ja, auch an dieser Stelle, vielen Dank, du Arschkeks. Jetzt gehe ich natürlich noch viel lieber in den Keller. Ja, super. Jetzt, wo ich weiß, dass sie hier auch Dinge verändern können, Dankeschön. Super. Dann würde ich sagen, auf in den Keller, ne? Kann ja nichts passieren. Mein Gott, echt. Ja, genau. Und warum ihr, oder solltet ihr euch gefragt haben, warum ich in der Küche stand, dann ist genau das jetzt hier der Grund. Weil diese Melodie, das ist nicht mal, das sind keine zwei Sekunden, die sich ständig wiederholen. Und man wird einfach nur kirre. Ich kann euch das gerne demonstrieren. Ich bleibe hier mal stehen und sag nichts. Na, nervt's schon? Ja, genau. Und deshalb bin ich eben auch in die Küche geflüchtet. Also ich habe nicht weitergespielt oder so. Na dann, was kann schon schief gehen? Übrigens, ne, immer noch Flying Hawk helfen und so. Down we go. Ja, doch durchwegs bessere Soundkulisse. Und man hört, glaube ich, immer noch das Klavier. Ah, shit. Und mir knallt das halt so richtig auf die Ohren. Ich spüre eine hohe Konzentration von Tod und Verwesung in der Nähe. Wir kommen wohl näher. Also heute will mich doch echt alles motivieren, oder? Dankeschön. Dankeschön. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte noch sagen, mir knallt das gerade richtig auf die Ohren, weil ich den Sound extrem laut habe. Du musst graben, Elena. Und enthüllen, was darunter verborgen liegt. Oh, come on! Reicht es nicht, wenn ich hier kurz durchstaube durch den Keller, ein bisschen aufräume und wieder nach... Um zu graben. Ach, Moment, ich habe nicht mehr eine Schaufel. Das kann ja jetzt wohl nicht sein, oder? Ich brauche etwas zum Graben. Moment. Dann war die Aufregung ja vielleicht umsonst. Ja, aber Moment. Wo kriege ich denn was zu graben? Ich meine, dass ich mal ein Gemälde übersehe, welches sich verändert, okay, aber eine Schaufel oder so eine Spitzhacke irgendwo? Ja, ich bin ganz deiner Meinung, Elena. Ja, Moment, dann muss ich ja... Ach, wie schade, dass ich jetzt nicht weiter runter kann in den Keller. Ach, das tut mir jetzt furchtbar leid. Ja, aber jetzt ist halt schon die Frage... Muss ich vielleicht irgendeinen Tipp einholen von einem Geist? Oder sagen mir die immer noch dasselbe? Ich teste das jetzt mal. Oder muss ich die als selbstständig... wie er halt vor sich hinklimpert. Super. Ach. Ja, das ist mal wieder typisch. Ne? Da hilft man einem Geist und dann sieht er dich nicht mal mehr. Von wegen, oh, jetzt habe ich, was ich wollte. Jetzt kannst du auch wieder gehen. Moment, was war hier nochmal? Schon wieder vergessen. Ich nehme hier nicht im Voraus auf, ne? Das heißt... Ach ja, das untere Badezimmer. Oder das, was davon... Ich glaube, ich würde darin nur noch dreckiger werden. Ja, ich glaube, dass das noch dein geringstes Problem ist. Was ist das hier? Kann ich das nehmen? Ist das so eine Spiegelhalterung? Spiegelrahmen? Oder soll das was anderes darstellen? Da unten? Keine Ahnung. Ja, puh. Wir brauchen was zu graben. Dann würde ich sagen, wir gucken mal raus, oder? Ich meine, wir müssen ja auch in dieses Gewächshaus noch irgendwie... Warte mal, was war das noch? Garderobe. Mm-mm. Ach ja, genau, du willst Dads Jacke hier nicht aufhängen. Kann ich verstehen. Ja gut, dann gehen wir mal raus.
Ja, also ich finde es jetzt total schade, dass ich nicht in den Keller konnte oder nicht weiter runter oder graben. Ja, meine Trauer hält sich in Grenzen, ehrlich gesagt. Vorderseite der Villa, ich glaube, da waren wir noch gar nicht, ne? Aber bevor ich hier tausendmal im Kreis laufe, wobei das mache ich ja gerade, mehr oder weniger, will ich trotzdem nochmal hier gucken, ob ich vielleicht nicht tatsächlich doch beim Gewächshaus schon irgendwas übersehen habe. Weil hier kann ich nicht rein wegen den Ranken, ne? Also die Reben. Genau. Brauchen wir wohl auch eine Heckenschere. Und hier war Skyflower, kann das sein? Nee, ups, nicht ganz. Ach ja, genau, du warst dieser Unteroffizier, der seinem Mädchen das Gewächshaus zeigen wollte. Ja. Auch er braucht schon was, oder bräuchte etwas zu zerschneiden. Ach, vielleicht müssen wir auch ihm diesen Wunsch erfüllen, als Geist eben, dass wir nur dieses Gewächshaus öffnen müssen, damit er seinem Mädchen dieses zeigen kann. Die Sternwarte. Da weiß es jetzt aber noch gar nicht, oder? Gehe ich jetzt zur Vorderseite oder in die Stern? Ich gehe mal in die Sternwarte. Klingt interessanter, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich lehnt an der Vorderseite eine Schaufel oder so. Oh, wir können rein. Oh, jeez. Okay. Boah, die Schritte. Ach. Achso, nur die Treppe. Okay. Oh, eine Notiz. Ehrlich gesagt habe ich da jetzt echt so ein bisschen den Überblick verloren. 1, 3, 4, 5. Und dahingehend wollte ich auch nochmal was sagen. Ich werde jetzt nicht lesen, zumal ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, welche das war. Ich werde das jetzt mit den Notizen so handhaben, dass ich warte, bis ich eine Geschichte besammen habe. Zum Beispiel bei Flying Hawk waren es 5 Teile, ne? Also 5 Blätter, Notizen. Und wenn ich diese 5 habe, dann lese ich die gesamte Geschichte am Stück vor. Und genauso werde ich das auch mit den anderen handhaben. Weil es verwirrt mich einfach extrem, wenn ich 3-4 Tage hier nicht aufnehme, weil ich eben nicht im Voraus aufnehme. Oh, das ist ja schön. Und dann ich die Hälfte der Story schon nicht mehr weiß. Ich hoffe, das ist okay für euch. Was? Ach, das war nur die Treppe wieder, ne? Mhm. Was ist das für ein Sternzeichen? Stern... Oh mein Gott. Was ist das für ein Sternbild? An die Experten da draußen, sagt mir mal kurz Bescheid. Ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus, muss ich zugeben. Und hier rattert das Amulett. Na wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Das müsste zumindest ein blauer Geist, also ein freundlicher Geist sein. Oh ja. Wer bist du denn? Les Rivers. Ich muss offen gestehen, ich bin schockiert. Es kommt mir vor, als hätte ich bereits eine Ewigkeit auf mein Geschäftstreffen mit Mr. Willows gewartet. Die Sonne hier ist so hell und warm, ich könnte einfach ein Nickerchen machen. Ja, Mr. Rivers, dann machen Sie das doch. Ich habe da kein Problem mit. Überhaupt nicht. Ich weiß doch nicht, was mir das jetzt sagen soll. Ja, okay. Boah, ist das laut, ey. Ja, aber machen kann ich hier jetzt hier eigentlich nichts, ne? Achso, Moment. Ja doch, ich könnte noch versuchen. Nee, hier dürfte keine Möglichkeit sein, irgendwo hochzugehen mit... Boah, das nervt halt schon auch, ne? Hau ab! Lass mich in Ruhe. Hier ist ja auch nichts, oder? Nee. Tja, dann war das eigentlich nur die Notiz. Ja, und dieses etwas merkwürdige Treffen mit Les Rivers. Oder Le Rivers, keine Ahnung. Klang wie so eine Mischung aus französisch und englischem Namen. Ganz komisch. Tja, okay, das hat uns jetzt eigentlich nicht wirklich weitergebracht, würde ich mal behaupten. Es sei denn, ich habe was übersehen. Aber genau deshalb nehme ich auch nicht im Voraus auf, denn ihr könnt mich dann darauf hinweisen. Das finde ich ja super. Ich mag das ja auch, gemeinsam mit euch zu spielen. So, dann gehen wir mal zur Vorderseite. Ich bin sehr gespannt. Mehr Nacht. Mehr Dunkel. Oh Gott. Da hat es wieder einen. Moment, ja, nee, aber hier war ich ja... Oh, das könnte ein Schuppen... Nee, das ist ein Brunnen. Aha. Aha. Da können wir den Eimer verwenden. So. Was? Ja, bist du denn bescheuert? Ich kletter doch nicht in den Brunnen.
Ich dachte, ich könnte irgendwas rausfischen. Ein Schlüssel? Eine Schaufel? Ja, okay, eine Schaufel im Eimer, aber... Wisst ihr, was ich meine? Ich kletter da doch nicht... Nö. Wir halten erstmal ein Schwätzchen mit diesem Geist hier, wer auch immer das sein möge. Oh, es sind sogar... zwei. Madame... Loge? Log? Madame Lock? Du meine Güte! Es ist in letzter Zeit ziemlich kühl. Mitchell Hirsch. Bitte. Nehmt meinen Mantel. Eine Dame wie ihr sollte nicht frieren. Aber nein, was für ein Gentleman. Ich danke euch gütig, Sir. Oh, ich versichere euch. Miss, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Es tut mir leid, ich musste mir das Lachen ist extrem verkneifen, weil ich mir einfach diese Vorstellung gerade, also ich hatte das gerade bildlich so, treffen sich zwei Geister und flirten miteinander. Finde ich super. So. Nee. Das verstehe ich auch nicht. Hätte ja sein können, dass ich durchs Fenster... Alter, wie hoch kann ich hier? Ich finde das total faszinierend, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Aber viel wichtiger wäre natürlich jetzt hier irgendwas zu finden, was uns weiterhilft, in den Keller zu kommen. Also beziehungsweise dort mal umzugraben, kräftig. Aha, ja, die kann ich jetzt nicht aufnehmen, ne? Ah doch, kann ich. Sogar. Ja, wenn das jetzt... Fleur Leroux. Ja, wunderbar. Eine weitere Geschichte. Alter, wie viele Stories sind hier ineinander verwoben worden. Wahnsinn. Ehrlich jetzt, wie hoch kann ich hier? So, hat sie noch irgendwas, was ich... Ah, okay, das ist wohl... Ah, Moment, das sieht ja aus... Okay, okay. Moment. Ich dachte, das wäre ein besonderer Stern, weil er so glitzert. Ja, aber guckt euch das mal an. Also, ich finde das so schön, ne? Hier, Frau im Mond und so. Das könnte ich mir gerade als Wallpaper irgendwie vorstellen. Gefällt mir. Wow. Okay. Gut, dann gehen wir mit Elena jetzt mal Richtung... Schuppen, würde ich sagen. Das sah echt aus wie ein Schuppen und da muss eine Schaufel drin sein. Da können wir sicher nicht rein, oder? Nein, ich muss zuerst Flying Hawk helfen, seinen Körper zu finden. Ja. Ich hätte es beinahe vergessen. Nein, nicht wirklich. Okay, dann gucken wir jetzt mal den Schuppen. Ist ja auch ein sehr lauschiges Plätzchen, ne? Oh, einfach... Oh, Moment. Ich frage mich, wie dieser Ort zu seiner Blütezeit ausgesehen hat. Ja, ich hoffe besser als jetzt. Wobei, ich mag ja so alte Herrenhäuser und so, auch wenn sie ein bisschen verfallen sind schon und so. Ah, ich liebe das. Ich mag das total. Den Geräteschuppen! Lass mich raten, der ist verschlossen. Oh, nee. Schaufel! Schaufel! Oder böser Geist. Eine Notiz. Nee, es war wieder nicht... Ah, es war John Elkhorn, sogar der Vater, glaube ich, ja. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt anders handhaben. Und da ist sie auch schon, die Schaufel. Wow, sieh sich einer dieser Schaufel an. Ich frage mich, wie alt sie schon ist. Also so oder so ähnlich habe ich das jetzt gelesen. Ich habe es nämlich überlesen und habe mir das jetzt so ein bisschen selbst zusammengereimt. Hoffe ich mal. Ja, wunderbar. Und noch mehr fasziniert mich, dass hier jetzt nichts geschehen ist. Nichts passiert. Super. Und wisst ihr, was das Tollste daran ist? Ich muss jetzt nicht in den Brunnen. Also, noch nicht. Aber ihr müsst noch mal ganz kurz verzeihen. Ich will hier mit Elenas Geist noch mal ganz nach oben. Weil ich würde den Entwicklern auch zutrauen, dass hier oben irgendwo noch mal hier so Dach first und so, dass da hier irgendwo noch mal eine Notiz liegt. Es würde mich nicht wundern. Ich glaube, da habe ich sie überschätzt. Aha. Okay, Moment, ich könnte hier mit dem Geist... Nein. Aber ich finde es schon Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten dir das Spiel eigentlich gibt, so gesehen. Ich meine, man kann ja eigentlich so ziemlich überall irgendwas machen. Finde ich eine coole Sache. Aber wir werden jetzt echt in den Keller gucken. Wenn auch nicht mehr lange, denn ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder fast um. Wahnsinn, wie schnell das geht.
Vor allem natürlich in Spielen, in denen man einfach sehr viel sehen kann, ja, und sich sehr viel angucken kann. Vor allem diese Melodie. Davon werde ich träumen heute Nacht. So, weg hier. Wobei das hier natürlich auch nicht viel besser ist. Ja, das hatten wir schon. Musst du mich zweimal erschrecken mit demselben. Ja. Mein Kurzzeitgedächtnis ist zwar nicht das Beste, aber so lange kann ich mir das gerade nur merken. Oh nein! Das ist nicht richtig! Was? Wir haben diese gequälten Seelen der Toten ausgegraben. Elena, geh! Verschwinde von hier! Also wisst ihr was, langsam wird mir dieser Flying Hawk aber schon ein bisschen unsympathisch, ne? Erstmal in den Katakomben, wo er dann irgendwann so, als fast schon zu spät war, meint, ja, es gibt hier übrigens auch böse Geister, ne? Hier befiehlt er mir, dass ich graben soll, und wenn ich dann gegraben habe, das war nicht richtig, wir haben die Ruhe der Toten gestört, lauf! Hä? Ah! Ich kann nicht laufen! Alter! Wie gut ist das denn gemacht? Okay. Ich bin verwirrt, Elena. Ich war sicher, wir würden meinen Körper hier finden. Ich erinnere mich daran, gefallen zu sein. In Dunkelheit gefallen zu sein. Eine Grube der Verzweiflung. Bitte, Elena. Wir müssen die Suche fortsetzen. Boah. Okay, also ich muss ja sagen, ich habe mich jetzt nicht so erschrocken wegen den Händen, sondern wegen der Tatsache, dass mich diese Stelle gerade so wahnsinnig an ein anderes Spiel erinnert hat. An eins meiner Lieblings-First-Person-Shooter, welches kostenlos sogar zu spielen ist. Eine Mod von Half-Life. Kennt ihr, weiß sicher, welches ich meine. Und da gab es so eine ähnliche Stelle, was mich das erste Mal völlig geflasht hat. Aber wisst ihr was? Neugier ist der Katze und so, ne? Ich will da jetzt nochmal runtergucken. Der Körper von Flying Hawk war nie hier unten. Ja, okay. Gut, dann hat sich dieser Plan wohl auch erledigt. Boah. Ich fand diese Stelle damals in dem anderen Spiel halt so derart... Neuer Tagebucheintrag hinzugefügt. Ja, das würde ich sagen, lesen wir nochmal. Und dann mache ich mal Schluss für heute. Tagebuch? Klammern. Es gibt hier so viel, was ich nicht verstehe. Ja, nicht nur du. Warum verspüre ich hier so ein Gefühl der Finsternis? Und warum sollte jemand meinen Dad entführen wollen? Flying Hawk weiß auch nicht genug, um mir harte Fakten geben zu können. Ich habe so viele unbeantwortete Fragen. Ich möchte einfach nur weinen. Ich fühle mich so ausgelaugt nach allem, was ich gesehen habe. Aber es spielt keine Rolle. Ich muss weitersuchen. Egal, was kommt. Mhm. Und genau das werden wir machen, meine Lieben. Wir werden das nächste Mal versuchen... Ja, was können wir eigentlich machen? Wir haben zwei Optionen, würde ich sagen. Zum einen natürlich in den Brunnen zu steigen, was auch sehr verlockend klingt. Und zum anderen in die Villa zu gelangen, zumindest als Geist. Ja, ich denke, ich werde mich dem Brunnen widmen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, genug für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, sorry, wenn das ein bisschen laut war hier im Keller. Wie gesagt, mich hat das gerade völlig geflasht. Nicht, weil es jetzt so extrem gruselig war, sondern einfach, weil sofort diese Assoziation in meinen Kopf kam. Ja, sei es drum. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einmal mehr, wie immer bislang. Tolles Spiel, nach wie vor. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, so deine Volt. Habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Tag und ein schönes Wochenende in dem Fall auch. Ciao, ciao.